Hey, was geht ab, Leute? Ich bin Anton. Und ich bin der Christopher. Und wir zocken gerade Minecraft, wie man gerade schon gesehen Oh hat. Mann! Jo, wir spielen jetzt eine Welt, die wir schon ein bisschen angefangen haben. Und Christopher spielt es ein bisschen, während ich ein paar Informationen einfach mal vorlese. Wo bemerkt, das ist hier Take 2. Also sind wir nicht in der Hobbithöhle. Davor waren wir hier in der Hobbithöhle da drüben so. Haben wir auch schon mal ein paar Probedinger gemacht. Und jetzt versuche ich erstmal eine Höhle zu finden. Okay, ja, also die grundlegende Idee von Minecraft hatte Notch, der liebe Notch, und der arbeitete bei, besser gesagt, der arbeitet immer noch bei Mojang. Und Mojang hat das Spiel dann letztendlich 2009 rausgebracht für ab 6 Jahre. Und ja, das Spiel gibt es ab 20 € zu kaufen und man kann es so ziemlich überall spielen, auf dem PC, auf der PS3, auf der PS4, Xbox One und Xbox 360, also eigentlich ist es ziemlich überall. Und ja, das Spiel ist eine Art Open World Survival Game, wo man halt überleben muss. Und Christopher findet, dass es fast schon so eine Eigentlich. Art Actionspiel ist, ne? Ja, weil ich finde ja, wenn man da so Monster sieht und dann halt auch gegen die kämpft, dann glaube ich auch natürlich, dass ein bisschen Action ist. Und besonders wenn man dann auch gegen große Herden von denen kämpft und mit einem Bogen kann man auch nochmal craften. Und ja, wenn man halt so einen richtig großen Kampf hat, dann würde ich sagen, das ist ein Action-Spiel. Ja, was machst du denn da gerade? Ich gehe jetzt in die Höhle und habe schon meinen ersten Feind gefunden. Wir hatten eigentlich geplant, nochmal einen Cut zu machen, damit wir hier in der Nacht dann auf Monsterjagd gehen, damit das nicht so langweilig für euch ist. Doch wenn ich jetzt hier Erfolg habe und in der Höhle viele Monster finde. Da ist auch da schon der nächste Zombie, ne? Ja, noch mehr Zombies. Oh, pass auf. Oh ja. Oh, der Jitterklick hier. Ja, einfach mal alles gekillt. Ja, sieht auch eigentlich wie eine schöne Höhle aus, so, ne? Also geht schon richtig tief rein. Passt auf, gleich machst du bumm. Ach nee. Jetzt gerade haben wir aber ein bisschen Eisen gefunden. Zwar habe ich eine Eisenspitzhacke mit, aber die benutze ich erst bei besseren Gegenständen, die man finden Zum könnte. Beispiel Dias. Genau. Ja, doch, das geht ja mit einer Eisenspitzhacke. Ich dachte jetzt schon, geht das nur mit Gold? Aber Nee, geht. Gold ist eigentlich nur dazu da, dass es sich besser verzaubern lässt. Ach so, ich dachte, dass das auch ein bisschen besser ist als Nee, Eisen, obwohl. Goldschwert ist genauso gut wie ein Holzschwert. Aber es lässt sich bloß viel besser verzaubern. Das heißt, es ist eher mal. Also in So. der finde ich, ist es schon ziemlich Ist auch also. besser. Okay. Ja, jetzt gehe ich mal hier auf diesen einen Zombie los. Obwohl er eigentlich hier nur im Swimmingpool ein bisschen schwimmen wollte, aber. Tja, es ist ihm nicht gestattet. Habe ich den auf jeden Fall schon mal gekillt und habe auch schon vorhin einen Zombie da oben gesehen. Springen, 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 Iss mal springen. was, Alter, du hast schon Hunger. Ach nee, braucht man nicht. Essen ist überbewertet. Außerdem, wir haben doch schon da hinten auch Essen, also. Schön. Wohin? Da hinten. Pass auf, jetzt mach mal Ich so weiß als. nicht wo. Achtung, der Creeper, Junge. Ja, ich sehe den Creeper, aber wo ist Creeper? Da, ja, scheiße, den Creeper habe ich aber nicht gesehen. Jetzt fresse ich mal ein bisschen, aber. Bitte auch raten. Okay, das ist ein Und bisschen. jetzt geh auf den Creeper rauf. Eine. Gut. Zack, gut, So, ja. der Creeper ist schon mal tot. Hinten war noch eine Spinne. Ganz gut, wenn du die. Ja, ich weiß, die Spinne, aber. Das ist ein Creeper mit dem Huhn, pass auf. Ja, komm, kill den Huhn. Ja, genau. Wie ihr seht, ist auch meine Grammatik richtig geil. Kill den Huhn. Best Grammatik ever. So, der Zombie ist der nächste, der daran glauben muss. Und was ist denn das denn eigentlich da vorne so? Lava. Ich dachte auch noch so eine Höhle. Oh shit, ich hasse Skelette. Spring runter, mach sie platt. Ja, Oder Skelette soll ich sind. ran? Warte, nein, 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 ich schaff das schon. Skelette sind aber wirklich so meine Nemesis. Ah, 4 Minuten haben wir schon. Wir dürfen auch nur maximal 5 Minuten. Ich plane jetzt erstmal. Ich schleiche mal ein bisschen. Sounds. Attacke! Wo ist Nemesis! der? Der erste ist da. Okay. Irgendwas auch noch ein zweites nicht. Ja, das ist das. Oh, pass auf. Gut, Stirb! Low Ground. Perfekt. Achtung. Ja, ein Steak. Gib her. Nee, Komm, pass gib ein auf. Steak. Nein, du töte sie, töte sie. Ach, Ja, ein shit. Steak! Lecker, lecker Steak. Komm, Mann, ich dachte, das sei eine Höhle. Obwohl, jetzt schmeiß ich nochmal den Huhn rein. Komm, gib mir ein leckeres Steak. Ich will ein Steak. Naja, ein Steak. Ich brauche eine Hühnerkeule. Yes.
Du kannst es auch einfach reinschmeißen und danach töten. Das geht auch. Ja, geht theoretisch auch, aber mache ich ein bisschen einfacher. Also du quälst sie, ne? Ja, genau, ich bin ja so ein Tierfolterer. Aber das Evil Chicken hat es auch nicht anders verdient, also, ja. Pass auf, gib mir. Ja. Geh weg, Alter. Die explodieren manchmal einfach so. Bam. Ja. Ja, hat eigentlich wenig kaputt gemacht, so. Dabei erwartet man ja eigentlich viel mehr, so, ne? Ja, gut. Ja, anscheinend gibt's jetzt gerade nicht wirklich mehr viel zu sagen, so über das Spiel, so, ne? Ja, und mit unserer Aufnahmezeit sind wir jetzt auch schon am Ende. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich, ne? Dass wir mal selbstständig werden mit dem Aufnehmen, ne? Und das Jo. nächste Mal hoffentlich gehen wir wieder in eine Höhle rein, ne? Also, Jo, ciao! tschüss.